Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Wir freuen uns, dass Sie mitfeiern. Wir sind heute in der Kirche St. Johann auf dem Stumpenhof in Plochingen. Im Dezember werden es 60 Jahre sein, dass diese Kirche hier erbaut wurde. Auf dem Stumpenhof haben sich nach dem Krieg vor allem Heimatvertriebene angesiedelt. Die Kirche wurde ihnen zur Heimat. Beginnen wir nun diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind noch immer in der Osterzeit. 50 Tage feiern wir Ostern. Das Leben und der Geist des Auferstandenen soll uns prägen, uns ermutigen, trösten und Kraft schenken. Herr Jesus Christus, du sendest uns den Geist des Glaubens und des Vertrauens auf dich, den Auferstandenen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du sendest uns den Geist der Hoffnung auf dich, der uns vorausgegangen ist zum Vater. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du sendest uns den Geist der Liebe, die uns verwandelt und vollendet. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein, die wir erfüllt sind von einer Unruhe, die du in uns geweckt hast. Komm und lasse in uns und für uns aufleuchten das Geheimnis des Gekreuzigten und Auferstandenen. Komm und erfülle unser Leben, so dass unser Mund sich schließlich auftut, weil das Herz überfließt. Amen, Halleluja. Unergründliches Geheimnis, der du dich enthüllst und zugleich verhüllst, der du uns ansteckst mit deiner Liebe, entzünde in uns die Sehnsucht nach dir. Lass uns treu sein in der Suche nach dir und sehnsüchtig hoffen auf deine Entdeckung. Wir sind schon wunderbar getröstet, weil wir dich bereits besitzen. Wir sind voll heiliger Unruhe, weil wir dich noch nicht besitzen. Dir allein gehören wir, Gott unseres Lebens, Herr unserer Seele. Amen. Halleluja. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, dem Geist nach aber lebendig gemacht wurde. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Halleluja.
Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater. Ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitfeiernde, Menschen verabschieden sich auf längere Zeit, vor Reisen oder einem Umzug oder für immer ans Sterbebetten. In solchen Abschiedssituationen sind die Worte, die man austauscht, gewichtig und wertvoll. Dann wünschen die Betroffenen einander Gutes. Sie tauschen sich aus, was im Leben wichtig war. Sie verzeihen, was misslungen war. Und sie geben sich ihre Liebe auf den weiteren Weg. Diese Worte sind wie eine Wegzehrung, ein wichtiges, lebendiges Testament. Die zurückbleiben, zehren oft nach dem Weggang der Lieben von diesen Worten. Sie sind dadurch nicht allein gelassen und verweist, dieses Wort begleitet. So hat es Albert Schweitzer einmal formuliert: Das Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir ungefragt weggehen und Abschied nehmen müssen. Und diese Spuren sind im Todesfall für die Hinterbliebenen wie Goldkörner in der Trauer. Die Worte Jesu, die wir im Evangelium gehört haben, sind Auszüge aus seiner Abschiedsrede. Im Abendmahlsaal vor seinem Weg in das Leiden hält er dem Evangelium nach Johannes nach diese Rede. Es ist sein Testament. Er legt Spuren der Liebe, die die Jünger als Wegzehrung mitnehmen nach dem schrecklichen Tod am Kreuz, wo sie erst einmal sich verlaufen. Und er sorgt damit für die Jüngerinnen und Jünger aller Zeiten, auch heute. Da springt mir heute ein Wort besonders in die Augen: Ich werde euch als Waisen nicht zurücklassen. Denn er hat eben Spuren gelegt. Spuren der Liebe, die nicht mehr gelöscht werden können.
Dafür sorgt der versprochene Beistand, der Heilige Geist. Ich werde euch den Beistand schicken, den Heiligen Geist, so sagt er. Der Heilige Geist ist also der Beistand, die Kraft Gottes, die dafür sorgt, dass die Spuren der Liebe, die Jesus gelegt hat, nie mehr gelöscht und getilgt werden können. Er ist die bleibende Gegenwart unter uns und in uns. Die Worte und Taten von Jesus sind nicht Schnee von gestern, sondern sie verlebendigen sich in jedem und jeder, die der Spur Jesu folgen. Das wird mir in den Corona-Zeiten deutlich. Viele Menschen sind wie verwaist. Die Älteren vor allem. In Krankenhäusern, Pflegeheimen dürfen sie nicht besucht werden. Zu Hause müssen sie Abstand zu den Enkeln halten. Und doch gibt es viele, deren tiefstes Anliegen es ist, dass die Menschen nicht verwaist bleiben. Es gibt in Deizisau eine Initiative, die genau dafür sorgt, dass sich Ältere nicht als verwaist vorkommen. Dafür steht Frau Volvatschny, die in diesem Gottesdienst auch den Dienst der Lektorin übernommen hat. Frau Volvatschny, Sie sind neben dem Dienst als Lektorin in Deizisau auch in einer wichtigen Initiative als Verantwortliche aktiv. Ja, das ist unser Montagstreff. Wir sind ein offener Treff für ältere Menschen, der sich jeden Montag trifft von 14 bis 17 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Deizisau. Nach Kaffee und Kuchen wird leidenschaftlich gespielt, Brettspiele, Kartenspiele und neue Gäste sind immer willkommen. Seit 30 Jahren besteht dieser Treff. Ich bin sehr dankbar, dass wir das leisten können. Dass dies so möglich ist, bedarf es eines starken Teams, Frauen und Männer, die hier ehrenamtlich mitwirken. In unserem Treff herrscht ein guter Geist. Für mich ist dieser Kreis wie eine große Familie. Man freut sich, wenn man sich wieder sieht. Wer schlecht zu Fuß ist, wird mit dem Auto abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Dafür ist ein Fahrdienst da. Mir ist aufgefallen, Frau Volvatschny, und das hört man auch aus Ihren Schilderungen heraus, Sie sind mit Freude und Herzblut an dieser Initiative dabei. Ja, was macht Ihnen so viel Freude? Ja, es liegt mir sehr viel an diesem Treff. Die Begegnung, die finde ich sehr wichtig. Und die trägt uns auch. Wenn wir die Gäste an der Türe begrüßen, sehen wir ein Strahlen im Gesicht. Die Freude, hier sein zu dürfen. Dann die Freude an den selbstgebackenen Kuchen. Selbst der Tischmuck wird gesehen. Die Gäste reden miteinander, tauschen sich aus, erzählen aus ihrem Leben, teilen Sorgen und Nöte und ihre Freuden einander mit und hören einander zu. Ja, es ist die Dankbarkeit, das Lächeln, die glänzenden Augen, die Umarmung, der Händedruck. Diese Freude und Anerkennung ist es, die uns bewegt, erfreut und bekräftigt, weiterzumachen. Ich erinnere mich zu Beginn der Corona-Krise, als wir uns am Telefon ausgetauscht haben, wie es denn weitergehen soll. Und da spüre ich, da habe ich gespürt, wie traurig Sie waren, als wir zu dem Ergebnis kamen, dass wir jetzt auf längere Zeit nicht weitermachen können. Ja, das stimmt. Ich war sehr betroffen. Der Treff durfte nicht mehr stattfinden. Es ging ja um das Wohl der Menschen. Die Situation war von vielen Ängsten begleitet. Keiner wusste, wie es weitergehen wird. Ich kam mir vor, als wäre ich von allen Kontakten abgeschnitten und auf mich zurückgeworfen. Es gilt, das Leben neu einzurichten und mit den Umständen wieder leben zu lernen. Und wieder Schritt für Schritt weiterzugehen. Aber dann sind Sie doch auf eine tolle und ich finde geistreiche Idee gekommen, den Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren wieder von neuem aufrechtzuerhalten. Was ist Ihnen da eingefallen? Ja, ich dachte, so wie es mir geht, geht es sicher auch meinen älteren Menschen.
Die Frage, wie können wir in Kontakt bleiben? Wir telefonieren miteinander. Wie sieht das praktisch aus? Ich erstellte eine Telefonliste, teilte diese in 10 Gruppen ein, sodass jeder vom Team 2 Anrufe in der Woche tätigen sollte. Und dann im rollierenden System. Jeder Gast erhält jede Woche einen Anruf und jede Woche von einer anderen Mitarbeiterin. Das Team war begeistert und machte sofort mit. Und aus dem Team kam dann für Ostern die nächste Idee, Osterhäschen zu backen und mit einem Ostergruß versehen zu verteilen. Vor 2 Wochen haben wir dann Kuchen gebacken und an unsere Gäste verteilt mit einem lieben Gruß. Und die nächste Aktion startet wieder kurz vor Pfingsten. Ja, wunderbar. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Das Wort lebt auch durch Sie. Welche Rückmeldungen haben Sie von den Seniorinnen und Senioren erhalten? Ja, es waren nur positive Rückmeldungen. Wie zum Beispiel, wie schön, Sie haben mich nicht vergessen, was ihr alles für mich tut. Ja, es gab auch Freudentränen. Was mich persönlich auch sehr freut, dass unsere Gäste auch untereinander Kontakt halten. Für mich ist das auch ein Stück Glück. Rückschauend denke ich, der Gedanke, die Idee. Ja, da wehte der Geist Gottes. Und ich darf es ausführen als sein Werkzeug. Ja, dafür sei Ihnen wirklich gedankt, Frau Volvatschny, für diese wunderbare Initiative. Ich denke, wir haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erlebt, wie das Wort Jesu wirklich lebt. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Wir sind es, durch die der Geist Spuren legen kann, damit der Geist Jesu Christi auch heute noch unter uns lebendig ist. Er lebt. Das Leben von gegenseitiger Hochachtung und Wertschätzung bestimmt wird, da ist innerer Friede zu Hause. Aus eigener Erfahrung wissen wir aber auch, dass sich immer wieder eigene Interessen und Egoismen in unser Leben einschleichen und das Miteinander und den Frieden stören. Deshalb bitten wir den Herrn, der uns seine Liebe zusagt. Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden. Schau nicht auf den Unfrieden, der immer wieder unsere Gedanken, unseren Geist und unsere Herzen beherrscht, sondern schau auf unseren Glauben, dass du es bist, der uns den Frieden bringt.
den wahren Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und schenke uns, deiner Kirche und der ganzen Welt, deinen Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Im österlichen Lobgesang preisen wir den Herrn. Jubelt dem Herrn alle Lande, alle Lob, euer Preist unseren Gott. Jubelt dem Herrn alle Lande, Alleluia, preist unseren Gott. Vater im Himmel, wir haben uns hier versammelt, um dir unseren Dank und unseren Lobpreis darzubringen. Wir haben Grund, dir zu danken. Denn du hast uns durch Jesus deine einzigartige Liebe geoffenbart. Jubelt dem Herrn alle Lande, Alleluia, preist unseren Gott. Er hat unter uns gelebt, er hat uns den Sinn der Heiligen Schriften erschlossen, er hat die Wunden der Schöpfung geheilt und uns durch die Botschaft vom Kommen deines Reiches Mut gemacht. Jubelt dem Herrn alle Lande, Alleluia, preist unseren Gott. Er hat uns verheißen, mit seinem Beistand unter uns gegenwärtig zu sein. Durch den Geist der Wahrheit, der uns in die ganze Wahrheit einführt, und durch den Geist der Liebe, durch die er in uns ist und durch die wir in ihm sind. Jubelt dem Herrn alle Lande, Alleluia, preist unseren Gott. Er hat uns seinen Frieden hinterlassen, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Sein Geist lässt uns nicht verzagen, sondern gibt uns Hoffnung, auch wenn ihn die Welt nicht erkennt. Jubelt dem Herrn alle Lande, Alleluia, preist unseren Gott. Lebendiger Gott, du bist in deinem Sohn und wir sind in ihm. Wir bitten dich. Auf jede Bitte antworten wir mit dem Ruf, Gott, komm uns zu Hilfe. Für alle Mitmenschen, die sich schwer tun, anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Gott, komm uns zur Hilfe. Für Zerstrittene, die sich mühen, wieder einen Weg zueinander und miteinander zu finden. Gott, komm uns zur Hilfe. Für Liebende, deren Liebe Risse bekommen hat. Gott, komm uns zur Hilfe.
für alle Leidtragenden in der Corona-Krise. Gott, komm uns zur Hilfe. Für alle, die sich mit den Regeln in der Corona-Krise schwer tun. Gott, komm uns zur Hilfe. Für unsere Verstorbenen, die viele schmerzlich vermissen. Gott, komm uns zur Hilfe. Dann kommen wir alle der Liebe näher, die uns untereinander und mit dir, unserem Gott, verbindet, durch Jesus Christus an unserer Seite. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende des Gottesdienstes danke ich ganz herzlich allen Mitwirkenden. Frau Rosemarie Vollwatschny, Herr Raphael Dürr als Lektorin, Florian Pattler an der Orgel, Herr Peter Bartolot an der Kamera und seine Frau Elisa Bartolot für den Schnitt. Dankeschön auch unseren Mesnerinnen, die immer unsere Kirchen wunderbar herrichten. Zwei Hinweise, Sie haben vielleicht gesehen, an verschiedenen Orten in dieser Kirche sind Zettel angebracht zur Erklärung. Kinder sind eingeladen, zusammen mit ihren Eltern die Kirche zu entdecken. Am Tisch im Eingang sind Arbeitsblätter, die Sie dann zur Hand nehmen können und an derer, die Sie die Kirche in besonderer Weise entdecken. Ein herzliches Dankeschön an unsere Gemeindereferentin, Frau Monika Siegel, die alles vorbereitet hat. Und das ist auch eine ökumenische Aktion. In gleicher Weise können Sie auch die evangelische Paul-Gerhardt-Kirche 100 Meter abwärts von unserer Kirche in gleicher Weise entdecken. Ein Dankeschön auch an Frau Pfarrerin Keck für diese ökumenische Initiative. Und noch ein Hinweis, am Fest Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr und um 11 Uhr auf dem Platz des CVJM an der Schafhaus-Eckerhalle. Sie sind dazu herzlich eingeladen. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir dürfen den Segen empfangen mit Segensworten von Roland Breitenbach. Ihr sollt gesegnet sein, dass ihr im Fluss des Lebens gedeiht und reift. Ihr sollt gesegnet sein, dass ihr euch für das wahre Leben entscheidet und es lebt. Ihr sollt gesegnet sein, dass ihr euer Leben füllt mit allem Segen des Himmels und der Erde. Und das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.